Innerhalb weniger Minuten prasseln über 60 Liter Starkregen zu Boden. Eine kurze, aber heftige Gewitterzelle zieht am späten Abend über Stuttgart. Etliche Straßen und Gehwege werden durch die Wassermassen überflutet, da die Kanalisation die großen Mengen nicht mehr aufnehmen kann. Im Landkreis Ludwigsburg in Remseck standen zahlreiche Keller und auch die Zufahrt einer Tiefgarage unter Wasser. Hier liefen die Pumpen der Feuerwehren auf Hochtouren, um die Häuser wieder trocken zu legen. Ich habe nur noch gesehen, wie es bei mir unten aus dem Abfluss von der Dusche alles rausgepumpt ist. Wasser alles unter Auto, jetzt ist die ganze Wohnung unter Wasser. So was noch nie erlebt. Das Einzige, was halt etwas schlecht war, war eben, dass die Feuerwehr halt wirklich lange gebraucht hat. Die haben 45 Minuten gebraucht, bis sie da waren. Durch die starken Windböen wurden auch etliche Bäume entwurzelt. Dutzende Einsatzkräfte versuchten, die Straßen wieder freizumachen. Gegen 22 Uhr zog auch eine heftige Gewitterfront über den südlichen Teil von Karlsruhe. Binnen kurzer Zeit stürzten in Malsch über 100 Bäume um. Hagelkörner mit bis zu 4 cm Durchmesser fielen nieder. Die Autobahn A5 musste zeitweise gesperrt werden, auch mehrere Straßenzüge. Autos steckten fest, kamen nicht mehr weiter. Dutzende Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz, um die Bäume zu beseitigen. Die Aufräumarbeiten liefen die ganze Nacht.